Bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen geht es am Sonntag auch um die Frage, wer kann mit wem. Laut Umfragen liegt in Thüringen die AfD vorn. In Sachsen liefern sich CDU und AfD ein enges Rennen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht tritt erstmals bei Landtagswahlen an und könnte zweistellig in beide Parlamente einziehen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU schließt eine Zusammenarbeit mit dem BSW nicht aus. Er will Ministerpräsident in Sachsen bleiben. Michael Kretschmer, CDU, grenzt sich im Wahlkampf ab von links und rechts, setzt vor allem auf seine hohen Beliebtheitswerte und versucht, seine Anhänger auf den letzten Metern zu mobilisieren. Es geht um ganz, ganz wenige Stimmen. Es geht um die Frage, wer ist stärkste Kraft? Und wir müssen vorne liegen, damit wir den Regierungsauftrag haben und damit dieses Land auch wirklich eine gute Zukunft hat. Deswegen bitte macht mit, engagiert euch. Die AfD liefert sich mit der CDU in Sachsen ein enges Rennen, will stärkste Kraft werden, hätte aber wohl keinen Koalitionspartner, da keine andere Partei mit der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD regieren will. Machen wir hier in Sachsen endlich ein Ende mit Vetternwirtschaft, mit Kriegstreiberei, mit der Bildungsmiserie und mit der Messermigration. Es reicht! Umfragen sehen das Bündnis Sarah Wagenknecht als drittstärkste Partei. Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann schließt eine Koalition mit der CDU nicht aus. Wenn die CDU mit Grün und SPD hier in Sachsen zusammengeht, dann wird sich nichts ändern. Bei den derzeitigen CDU-Koalitionspartnern SPD und Grünen geht es um den Verbleib im Landtag. Die Sozialdemokraten liegen in Umfragen bei 7, die Grünen bei 6%. An der 5%-Hürde zu scheitern droht die Linkspartei. Noch schlechtere Chancen hat die FDP.